die ersten 8 Schritte. Wir setzen die rechte Ferse vorn auf. Setzen die rechte Ferse noch einmal auf, aber dabei machen wir eine Vierteldrehung nach links. Jetzt kommen Cha-Cha-Schritte auf der Stelle mit rechts aufsetzen, links aufsetzen und noch einmal rechts aufsetzen. Und das Ganze machen wir jetzt spiegelverkehrt. Linke Ferse vorn aufsetzen, eine Vierteldrehung nach links und noch einmal die linke Ferse vorn aufsetzen. Und wieder Triple Step oder Cha-Cha auf dem Platz. Diesmal mit links, rechts, links. Und alles noch einmal von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen die rechte Ferse nach vorn, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran und setzen gleich die linke Ferse vorn ab. Nehmen den linken Fuß an den rechten wieder ran und machen ein Cross-Shuffle nach links. Das heißt, wir kreuzen den rechten Fuß weit über den linken, locken den linken Fuß hinter den rechten ein und setzen noch einmal den rechten etwas nach vorn. Ich zeige das noch einmal, die letzten Schritte. 1 und 2 und 3 und 4. Und das Ganze machen wir jetzt auch wieder spiegelverkehrt. Wir setzen die linke Ferse vorn ab, den linken Fuß an den rechten wieder ran, die rechte Ferse vorn absetzen, den rechten Fuß an den linken wieder ran und gleichzeitig wieder ein Cross-Shuffle. Das heißt, wir kreuzen den linken Fuß über den rechten, locken den rechten Fuß hinter den linken ein und setzen noch einmal den linken Fuß weit nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. Das war jetzt der Ausgangspunkt. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Ich zeige das noch einmal. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den rechten Fuß nach vorn und heben den linken Fuß an. Setzen den linken Fuß ab, heben den rechten an und machen nochmal Stampfer auf der Stelle. 1, 2, 3, 4. Ich zeige diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten Schritte, das sind 2 Montori Jump. Wir setzen die rechte Fußspitze zur Seite, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran und machen gleich eine halbe Drehung rechts rum und setzen die linke Fußspitze links ab und ziehen den linken Fuß an den rechten wieder ran. Das war ein Montori Jump. Jetzt kommt der gleiche noch einmal. Wir setzen die rechte Fußspitze rechts ab, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran, setzen die linke Fußspitze links ab und den rechten Fuß, den linken Fuß an den rechten wieder ran. Jetzt zeige ich das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die letzten 8 Schritte sind 2 Jazzbox, die erste ohne Drehung und die zweite mit Drehung. Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen den linken etwas nach hinten, den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß an den rechten wieder ran. Noch einmal, 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir die Yes-Box mit einer Vierteldrehung nach rechts. Wir kreuzen noch einmal den rechten Fuß über den linken Fuß etwas nach hinten. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach vorn und machen eine Vierteldrehung nach rechts und den linken Fuß neben den rechten, sodass zum Schluss das Gewicht auf dem linken Fuß ist. Diese letzten 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der Tanz beginnt jetzt wieder von vorn.